Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen. Schön, dass Sie jetzt hier in der Lorenzkirche mit uns feiern, um sich der Nähe Gottes zu vergewissern in diesen ungewissen Zeiten. Die Lorenzkirche ist eine riesige Kirche hier mitten in Nürnberg. Und wenn ich in diese Kirche komme, dann muss ich immer erst einmal stehen bleiben, ganz hinten im Mittelgang. Und dann tut sich vor mir dieser riesige Raum auf, 90 Meter lang, 30 Meter breit und 24 Meter hoch. Und wenn ich dann langsam beginne, durch den Mittelgang nach vorne zu gehen, dann flankieren mich erhabene Pfeiler. Rechts und links wachsen sie mächtig aus dem Boden empor, hoch hinauf. 16 Pfeiler im Langhaus und nochmal 8 im Hallenchor. Es sind großartige Gebilde, diese Pfeiler. Sie sind aus riesigen Sandsteinquadern geschlagen und 4 Menschen können sie kaum umfassen. Und sie tragen die ganze Last des Gewölbes. Und da stehen sie, seit Jahrhunderten, aufrecht und unerschütterlich, Orte zum Anlehnen. Ich merke, wenn ich die Pfeiler so anschaue, diese Pfeiler tun mir gut. In diesen unsicheren Zeiten vermitteln sie mir Stabilität. Und in diesen beunruhigenden Zeiten schenken sie mir ein Stück innere Ruhe. Wie sie so dastehen in ihrer großen Gelassenheit in diesem wunderbaren Raum. Diesen Menschen- und Gottesraum, wo ich wieder zu mir kommen kann, wo ich Schutz und Geborgenheit finde und der Alltag einfach eine Weile außen vor bleiben darf. Denn dieser Alltag, der fordert ja sehr viel von uns allen und krempelt unsere Gewohnheiten völlig um. Niemand darf mehr umarmt werden, aber alle wollen versorgt werden. Kinder werden zu Hause immer unruhiger. Die alten Eltern und Großeltern können die Familien nicht mehr entlasten und auch nicht besucht werden. Viele Geschäfte schließen, andere müssen über ihre Grenzen hinaus arbeiten. Immer mehr Menschen erkranken. Wie lange kann man das aushalten? Da gibt es noch andere kraftvolle Pfeiler in meinem Leben. Denn wie Pfeiler sind für mich gerade in diesen Zeiten die Zusagen unseres Gottes. Sie wollen unser Lebensgebäude tragen und unser Vertrauen stärken. Denn Gott spricht: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen. Und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist in allem mit dir, was geschieht. Daran können wir uns anlehnen, wie an einen Pfeiler im Kirchenschiff.
diesen Trost in unserem Rücken spüren und uns von dieser Kraft stützen lassen in allem, was gerade geschieht und was auf uns zukommen wird. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was geschieht. Amen. Wir beten. Lebendiger Gott, wie Pfeiler stehen dein Zuspruch und deine Zusagen mitten in unserem Leben. Sie schaffen einen Raum um uns, der uns schützen und stärken will. Sie spannen über uns deinen Himmel auf. Wir danken dir. Wir legen dir ans Herz alle, die erkrankt sind und in großer Angst leben. Alle, die sich in Liebe und Mitgefühl für andere Menschen einsetzen und die selbst Pfeiler für andere sein wollen und können. Alle, die immer neu verantwortungsvolle Entscheidungen als Pfeiler unserer Gesellschaft treffen müssen. Stärke unsere Zuversicht und unsere Geduld. Entfalte unsere Liebe und unsere Fantasie. Sei und bleibe bei uns mit deiner heiligen Geistkraft. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Abend und in die kommenden Wochen mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.